Bitte nächstes Mal in die Kommentare, wenn er wieder Modi falsch verwendet, das Wort. Okay, alles klar. Ich weise dann Modi darauf hin, Herr Bergmann, du das Atlas-LP weiß, wie es besser ist. Ja. Hör auf das Atlas-LP. Hör auf das Atlas-LP. Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, jetzt hau ich Minecraft am laufenden Band raus und einem Gast, den ihr lange Zeit vermisst habt. Hallo, ich soll das Atlas dubeln. Fick dich, du hast deine Anmoderation kaputt gemacht. Und tut mir leid. Genau, das Atlas-LP ist dabei. Er macht auch tatsächlich irgendwann mal wieder YouTube. Neben den ganzen Bitches, die er durch seinen YouTube-Fame quasi jetzt erstmal gebankt hat. Ja. Jetzt ist ihm ein bisschen das YouTube-Money ausgegangen. Jetzt muss er erstmal wieder ein paar paar Videos mit klickgeilen Titeln machen und dann. Genau. Dann kommen auch die Bitches zurück, weißt du, sonst sind die alle. Die haben sich einfach. Die haben sich einfach seinen Porsche geschnappt und gesagt, so, hey, komm. Ja, sind einfach irgendwie in andere Länder abgehauen. Also jeder mit einem eigenen Porsche, so. War schon ein bisschen spektakulär. Ja, er musste halt auch erstmal lernen, weißt du, dass die ganzen alle nur auf sein Geld aus sind. Und dann hat er erstmal jeder erstmal einen Diamantring und einen Porsche geschenkt. So. Achso, falls ihr euch übrigens wundert, was wir hier spielen, das ist ein Splatoon-Klon. Das ist nämlich auf thevase.net. Splash heißt der Spielmodus. Und ich spiele hier gerade so einen Roller, so einen ziemlich krassen Roller irgendwie. Und ja, das ist ziemlich, was bist du? Du hast den normalen Kleckser, oder? Ich habe den normalen Kleckser, weil ich habe mir hier nicht irgendwie. Ich cheat hier halt nicht, weißt du? Du bist halt nicht so cool wie ich und hast so die Premium-Sachen am Start, weißt du? Vorsicht, das ist gerade. Alter, ja, da sind überall welche gewesen, okay. Leute, also normalerweise läuft das nicht so. Und sowas. Das sind unten deine Dinger, die du hast. Die Spezialfähigkeit ist noch nicht bereit. Okay, ich färbe einfach mal erstmal ein bisschen weiter. Nein. Muss verschwinden. Wenn ich eingetaucht bin, dann können die mich nicht sehen, gell? Also während ich sneake. So, den habe ich kurz zerrollert. Wenn du eingetaucht bist, sehen sie dich nicht, genau. Okay, das ist ziemlich geil, das Spiel. Ich kenne ja Splatoon nicht und deshalb finde ich das gerade hier ziemlich nice. Splatoon ist ultra. Ich habe halt leider keine Wies. Ich weiß nicht, ob es dafür extra lohnt, so. Also ich habe auf jeden Fall mir extra tatsächlich dafür nur eine Wii U geholt. Und ich sage auf jeden Fall, es lohnt sich. Also die Wii U an sich ist ja sowieso eine geile Konsole. Ich habe mir das ja irgendwie auf die Fahnen geschrieben, Werbung für diese Konsole zu machen, weil ich sie einfach ultra feiere. Auch Mario Maker und so weiter. Ist schon cool. Okay, kann man mal machen. Werbung aus Überzeugung? Sowas gibt's. Was? Ist sowas überhaupt legal, Werbung aus Überzeugung? Ich glaube nicht. Wenn du kein Geld bekommst. Es ist schon legal, aber es macht halt einfach keinen Sinn. Das würde doch dann irgendjemand machen, wenn das legal wäre. Nee, es macht einfach keinen Sinn. Das ist so ein kleiner Strolch. Nintendo, falls ihr das hier seht, ich mache gerne Werbung für die Wii U, ja. Wow, nein. Halbe Mille. Wir haben gewonnen, nice. Wir haben gewonnen, krass. Und ich würde sagen, weil es so cool war, nehmen wir direkt mal noch eine Runde, drück nochmal Ja. Okay, ja. Das ist nämlich auch schön. Man kann direkt Ja drücken und dann kommt man in eine neue Lobby rein. Und dann seht ihr das hier so. Ja, diesmal ist sie aber nicht voll. Nur das Party-Feature ist absoluter Müll auf uns. Ja, geht. Immerhin bist du mitgekommen. Ja, aber irgendwie dachte ich nach 50 Versuchen. Splash. Aber es ist nice. Solange es irgendwie ja, ich muss Weißweiß an dieser Stelle mal danken. Ich hab nämlich so coolen YouTuber-Rang. Deswegen habe ich hier zum Beispiel deshalb bist du auch so die ganzen Waffen hier. Und ich spiele jetzt mal nicht den Roller, sondern ich nehme einfach mal den Mega-Konzentrator. Das ist ja, natürlich wieder die Mega-Stufe, ey. Wieso? Geht's noch? Also kannst nicht irgendwie mal hier auf dem Boden bleiben und ein bisschen weniger abgehoben tun, oder? Ah, jetzt kann ich hiermit also schießen. Guck mal. Das ist ja cool. Hey, wie hast du denn bis jetzt Sachen gefärbt? Ich schieße die ganze Zeit mit so Schneebällen und die färben dann alles ein. Ja, genau, aber ich hatte eine Schaufel und dann konnte ich quasi auf den Boden klicken. Ah, du hast selbst so gemalt sozusagen, oder wie? Ja. Verstehe. So. Ist das im echten Splatoon dann auch so, oder? Ja, da hast du so einen Roller und haust den einmal auf den Boden und rennst dann einfach nur weiter und dann färbst du alles, was so unter dir ist halt, weißt du? Okay. So eine Tintenrolle hast du dann. Ist ganz geil, also ich muss sagen, der Spielmodus gefällt mir jetzt. So, zack, zack. Gut, so. Ja, ist ganz cool. Auch der Server hat sich tatsächlich gut gemausert. War ja früher eher so ein Ersatzserver für Bad Wars, wenn Gomme mal voll war. Aber mittlerweile haben die ganz coole Spielmodus. Ich kann euch auch, Spielmodi heißt das ja. Ganz viel, ey, es hat ganz coole Spielmodus. So viele Leute, seit irgendwie, es gab mal diesen einen Punkt, wo YouTuber oder Let's Player gelernt haben, dass es Modi heißt und nicht Modus. Also nicht viele Modusse, sondern viele Modi. Und seitdem sagen die auch immer, wenn es eigentlich Singular wäre,
ein schöner Modus, dann sagen die immer, ein sehr, sehr schöner Spielmodi. Das ist aber falsch. Das wäre der Plural, ihr Vollidioten. Da kommt der Gamma-Nazi in mir raus. Tut mir leid. Okay, okay. Schreibt bitte Bergmann und so weiter. Der spezielle, auf den ich jetzt gerade anspielte. Schreibt mir mal bitte nächstes Mal in die Kommentare, wenn er wieder Modi falsch verwendet, das Wort. Okay, alles klar. Ich weise dann darauf hin, Herr Bergmann, du Vollspast, das Atlas-LP weiß, wie es besser ist. Ja. Hör auf das Atlas-LP. Hör auf das Atlas-LP. Oh, da ist ein roter. Ich will den haben, ich will ihn haben, ich will ihn. Ich habe einen erledigt. Nice, zum ersten Mal. Ich färbe jetzt hier von oben mit meiner Sniper. Die Sniper ist tatsächlich deutlich effektiver als im richtigen Splatoon. Die Sniper ist nämlich im richtigen Splatoon eher scheiße. Also ich kann zum Beispiel gar nicht damit umgehen. Spoilerst du ja ein bisschen. Na, warte. Ich will die Roten hier am Ausrasten. Oh, woher kommen immer diese blöden Bomben? Das wäre ich auf jeden Fall. Ey, man stirbt einfach und hat keine Ahnung woher. Färbe die Wände ein, das ist besonders effektiv. Ey. Nice, ich habe ihn geholt. Warum sollte man die Wände einfärben? Da kriegt man auch gar kein Problem, wenn's... Nee, aber die Wände zählen glaube ich nicht, warte. Nee. Echt Wände nicht, aber da stand eben als Tipp. Oh, scheiße. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man so auf einmal merkt, okay, meine Tinte ist leer und unter mir ist auf einmal so ein roter Farbe. Oh, hast du nicht genug Tinte im Füller, ha? Immer doch, immer doch. Also immer genug. Du wieso weißt du eigentlich ey, grün? Wieso bist du grün? Was ist das? Hast du das Team gewechselt? Oder haben wir einfach gepennt? Wir haben einfach gepennt, glaube ich. Nee, ich habe auch am Anfang noch unter dir alles eingefärbt. Das kann eigentlich nicht sein, ja. Weißt stimmt. Nicht? Hast du einfach mittendrin mal das Team gewechselt? Jetzt haben wir auch noch verloren. Ich habe gewonnen. Ja. 2400 Blöcke, 600. Komm, wir spielen noch eine Runde. Boah, das war ganz geil. Ich drück mal ja hier. Sehr schön. Geil. Was soll denn das? Okay. Ich kann nicht ja drücken. Ich kann auch nicht ja drücken. Und die Zeit hängt bei mir. Ja, yay. Gut, dass wir den Server gerade gelobt haben. 88. Boah, wer steht das? Ich hab 28. Ich weiß es nicht. Für 88 volle Party-Power. Okay, wir gehen nochmal raus. Wir gehen nochmal in den Hub. Ich bin ausgetimed. Oh, oh Mann. Dieses das Atlas-LP. Gut, dann kann ich euch ein bisschen so den Server zeigen. Auf meinem Pad des, der kleinen Lohe hier. Und jetzt können wir hier so ein bisschen... Ich bin wieder da. Ich sehe dich. Oh, ich hänge irgendwo. Du hast irgendeine Einfärbung, aber die sind alle irgendwie ganz bunt gefärbt. Und, okay, dann teleportieren wir uns mal ganz kurz zu Splash. Hier seht ihr übrigens, was der Server noch so hat. Bad Wars natürlich, ist klar. Survival Games, Duels, da gibt es dann so Wool Battle, Lucky Blocks, Kid PvP, The One und Sky Wars. Da gibt es noch ein bisschen so Team und Solo Sky Wars, Kingdom Defense, Community Games, Wool Games, Spielplatz, Tower Defense. Oh, ich bin so noch mit in der Party. Das Bedrock, nice. Tower Battle und Murder. Ich kenne die Spielmodi alle gar nicht. Die werde ich vielleicht alle mal ein bisschen spielen. Aber wir spielen jetzt erstmal noch eine Runde Splatoon. Und dann gehen wir mal hier rein. Beziehungsweise eine Runde Splash, heißt es ja. Geil. Sind wir im selben Team? Ja, wir sind lila. Ja, ist irgendwie ein bisschen dumm gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man in dem Team, wenn man... Nee, du bist grau bei mir. Bin ich jetzt grau? Auch zu dir. Ja, du nice. Bist grau. Nice, dann wurden wir einfach geswitcht. Auch geil. Ja, ist irgendwie ein bisschen dumm gemacht. Vor allem, dass man, wenn man in einer Party reinjoint, dann wird man ja eigentlich immer in einem Team spielen. So, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, ich glaube, hier hat dann wahrscheinlich einfach das Plugin Priorität, was dann sagt, hier Leute, genau, gerechte Verteilung. Oh, ich habe wieder den Mega-Konzentrator, das wollte ich nicht. Du blöder ja, Alter. Ja, ich wollte mal, nee, ich wollte was Neues spielen. Boah, wir haben jetzt den Roller und wir haben den Mega-Konzentrator. Aber eine Runde dauert ja tatsächlich nicht so lange. Ähnlich wie was Splatoon. Was meinst du eigentlich vorher mit die Wände zählen? Ich zählen die nicht als Pfeifen-Spielplatte oder wie? Also zumindest beim richtigen Splatoon ist es so, wenn du die Wände einfärbst, bringt das keine Punkte. Okay. Ich glaube, da war eigentlich viel cleverer, Wände einzufärben. Also Wände. Hier, da wurde vorher dieser Tipp angezeigt. Ich habe Wände ein, das ist besonders effektiv. Vielleicht war das auch nur ironisch und jemand trollt dich. Ich bin ja ein bisschen, weißt du. Warte. So, ich färbe jetzt hier einfach mal so ein bisschen. Was ist grau denn überhaupt eine Farbe? So? Ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich nicht so richtig grau irgendwie, würde ich sagen, oder? Das ist mehr so bräunlich bei mir. So heißt es. Ja, bei mir ist es mehr so braun. Boah, der mit deiner Bombe, echt? Ach so, ach, okay, kann man einfach so, ich verstehe. Kann man was hast so du denn als, du hast die Bombe oder was? Und ich hab ein paar Bomben. Oh, da liegt eine hinter dir, das wollte ich nicht, mein lieber Freund. Die machen keinen Teamschaden, ne? Ah gut, okay, verstehe. Weil das TNT macht keinen Damage in dem Sinne, sondern ist halt nur so eine Tintenexplosion, weißt du? Und das gegnerische Team kriegt dann halt Schaden, wenn es darauf steht. Sehr gut, den haben wir erwischt. Ah, jetzt stehe ich natürlich. Tick, 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 tick. Fahr mal ein bisschen rum.
Ah, okay. Ich tauche natürlich immer schön die graue Farbe ab. Können wir eigentlich auch. Es wäre auch ganz lustig, wenn du die Feinde einfärben könntest, dass sie auf einmal in deinem Team sind, so. Okay. Weil sie eingefärbt wurden. Das wäre doch auch mal nice. Oh, jetzt werde ich sterben. Nicht ganz geil. Nee, ich verteidige dich. Nice, ich brauche einfach eine Tinte. Nice, sehr schön verteidigt. Können wir den Typen nochmal holen? Ach, der da. Nice, ja, hab ihn nicht. Aber du. Sehr schön. Vollkommen korrekt. Das ist echt cool, wie du hier so abtauchst kurz in der Tinte. Wenn man sneakt übrigens, das habe ich auch noch nicht erzählt. Wenn man sneakt, kann man halt so rumswetchen hier, so durchs Wasser und so weiter. Durch die Tinte. Ich muss auch persönlich sagen. Das ist ganz geil. Gefällt mir, es ist wirklich ein sehr cooler Spielmodus. Also auch wenn man gerade wie ich Splatoon nicht kennt, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch eher vergleicht und dann denkt, ach, da spiele ich doch wieder echtes Splatoon. Aber so als eigener Spielmodus ist sehr, sehr geil. Ich finde aber, es macht leider in diesem Modus oder wie auch im echten Splatoon eher weniger Sinn tatsächlich auf PvP zu gehen. Weil du halt. Oh, ich habe irgendjemanden getötet. Da war anscheinend irgendjemand drin. Problematisch hier. Ja, ich bin gerade ja voll auf PvP gegangen. Weil Färben, ja, am Ende gewinnt halt immer noch der am meisten gefärbt hat. Naja, ja. Und du mit deinen komischen Cheater-Rollen, da kannst du natürlich immer einen schönen Vorteil hier. Du alter Splasher, weißt du. Ja. Ja, der Tint ist auch echt geil, wenn ich mal abtauchen muss. Oh, fuck. Haben wir jetzt gewonnen? Konzept. Oh, wir haben verloren. Ganz knapp, glaube ich. Ja, 2800 zu 3100. Ich habe mich gut gehalten, habe wieder 675 Blöcke eingefärbt. Okay, ich habe nochmal auf Ja gedrückt und dann testen wir jetzt nämlich nochmal einmal die letzte Waffe hier, die ich noch nicht habe. Junior Kleckser oder Profi Kleckser? Ah, ich nehme mal das normale hier, den Junior Kleckser. Du alles. Guck mal, es regnet den sogar. Den habe ich auch die ganze Zeit genutzt, der ist ganz geil. Man sieht rechts sogar das Level. Geil, ich bin Level 7. Ich habe vorher, wir haben jetzt seit der Aufnahme, ich war am Anfang noch Level 1. Wo sieht man denn das Level? Ich habe Level abbekommen. Rechts. Bist du genickt? Nein. Dann bin ich in einem anderen Server als du. Ja, das stimmt wohl. Ey, was ist denn dieses Party-Feature? Was ist das? Na, wobei, ich glaube, wir hebeln gerade das Party-Feature etwas aus, glaube ich. Wie denn? Wir machen doch gar nichts. Ah, fuck, ey. Da wurde ich tot gespammt. Hier färbt tatsächlich jemand die ganze Zeit die Wände ein. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich bin immer noch unsicher. Ich weiß nicht. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das irgendwie auch den Spielmodus gerne spielt und irgendwie wisst, ob das jetzt irgendwie nur ein Troll war. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch schön ist, zuzuschauen, ja. Weil da wirklich Action im Spiel ist. Auch wenn man nicht wirklich, jetzt so wie bei Survival Games oder so, ganze Face-to-Face ist. Aber wenn ich probieren würde, so eine Rival Games Aufnahme zu machen, dann wäre das einmal face to face und dann wäre Stopp. Schön gesagt. Das ist ein ziemlich schöner, spannender Spielmodus, finde ich. Sehr geil. Ich finde es cool, dass du dich ja schon gerade übelst abschmetzelt und ich hüpfe einfach in der Lobby rum, weil. Oh Gott. So. Das ist ganz lustig hier auch mit den Pets, den Leuten. Reiten ja auch Schweinen rum, die Leute. So, ich färbe einfach weiter. Ich ignoriere die Typen da vorne einfach mal. Oh Gott. Okay. Ah, fuck, jetzt bin ich auch down. Wie machst du den Leuten eigentlich Schaden? Indem er unter sie schießt oder indem er sie selbst trifft? Indem du auch auf sie drauf triffst. Also so ein Boden macht nur ein bisschen Schaden. Okay. Aber halt, wenn du sie triffst frontal, macht es deutlich mehr Schaden. Weil irgendwie kam es mir bis jetzt so, also mir selbst kam es viel schlimmer vor, wenn der Boden unter mir getroffen war, als wenn ich selbst getroffen wurde. Ja, wenn der Boden halt unter dir ist, dann dann wirst du halt extrem geslowed. Genau. Sehr viel schlimmer. Und du kannst auch deine Farbe gar nicht mehr nachholen. Ja, und du kannst dich vor allem auch nicht, du kannst vor allem auch nicht sneaken. Ja, genau. Meine ich ja gerade. Du kannst deine Farbe nicht mehr auftanken, du kannst nicht mehr schnell rumtaspern. Das ist natürlich schon ein bisschen problematisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der kriegt mich, oder? Nein, ich hab ihn! Okay, Schutzschild rein. Schutzschild? Ja, ich habe so ein Schutzschild. Das ist dieser Glasblock, den du hast. Nein, ich habe das gleiche Set wie du. Du laberst ja schon wieder hier. Du musst ja auch diesen Junior-Kleckser benutzen, während du da immer... Hab ich doch. Am Astwiesen warst. War ein bisschen... unanständig. Hä? Haben wir jetzt gewonnen?
War ich dunkelblau? Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, das klingt auf jeden Fall. Ich glaube, ich war dunkelblau. Ja, ich glaube, das war in Ordnung. Gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehe ich nämlich, was ihr sehen wollt und was nicht. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt ihm einfach einen Daumen runter oder so. In den Kommentaren irgendeinen Scheiß diskutieren. Ich werde das sicher nicht kommentieren, aber ihr wisst schon, die gute alte Forward-Strategie. Nein, ich möchte nichts kommentieren mit euch. Diskutieren. Ich möchte höchstens eure Meinung dazu wissen zu diesem Server und ob ihr da schon mal drauf gezockt habt. Ansonsten könnt ihr es gerne machen. Schaut auch bei das Atlas LP davor, vorbei. Der macht keine Videos wahrscheinlich. Er bringt wahrscheinlich Happy Wheels und macht dann nie wieder Videos. Aber schaut auf jeden Fall vorbei, abonniert ihn. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.